Also mein Name ist Dominik Sessa, ich bin jetzt 19 Jahre alt. Das ist meine kleine Schwester Sophia, wird im März schon 2. Angefangen mit Fußball habe ich mit dem Ball zu spielen, seit ich laufen konnte, aber in einem Verein mit 4 beim TV Öffingen. Erste Bundesliga wäre schon richtig gut, wäre mein Ziel. Beim VfB spiele ich auf 6, 10 oder nicht immer, aber auch Flügel. Mein schönstes Erlebnis war, dass meine ganze Familie und auch meine Freundin auch bei mir mal zuschauen waren. Ja, gibt mir viel Halt, dass sie hinter mir stehen. Mein Traum ist, ja, mal für die argentinische Nationalmannschaft zu spielen. Wichtig ist meine Familie, die Gesundheit, dass alles gut läuft. Ja, mein starker Fuß ist links, aber ich kann auch mit rechts, aber muss noch viel arbeiten. So. Mein schönstes Erlebnis, ja, da wo ich eigentlich zu Hoffenheim gewechselt bin, dass so eine große Mannschaft sich für mich interessiert. Wichtig, meine Familie, dass sie immer gesund bleibt und dass ich immer gesund bleibe. Ja. Ja, mit dem VfB. Letztes Jahr waren wir in Neubrandenburg und haben das Spiel gewonnen, das Turnier mit 2500 Zuschauern. Meine zwei Brüder, Nico, Linksfuß, sind immer besondere Spieler. Gutes Auge, Techniker, auch aggressiv, wenn er mal sauer wird. Und er hat immer die Siegeswille da. Und der Kevin, ja, auch ein kleiner, giftiger, aggressiver Spieler, schnell und ja, auch gute Technik. Wir sind die Familie Sessa, wir hoffen,